Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Jumping Horses Champions. Ein Spiel, das noch ziemlich neu ist. Es ist am 12. Mai diesen Jahres halt eben bei Steam dann rausgekommen. Und ich möchte heute mit euch da einfach mal reinschauen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, deswegen werde ich genauso überrascht sein im positiven wie im negativen Sinne wie ihr. Und am Ende, ja, entscheiden wir alle gemeinsam, ob das auf dem Kanal bleiben darf oder ob wir sagen, nö, das war schön, es einmal gesehen zu haben, aber nein, danke. Da gucken wir dann jetzt mal. Oha. Das ist sehr, sehr laut. Und es ist nur in Englisch. So. Erstmal ein wenig leiser. So, die Musik habe ich jetzt mal ausgemacht. Einfach damit wir da mal gucken können. Wie gesagt, es ist alles nur in Englisch. Und ich muss mich hier jetzt mal wirklich durchwursteln. Wie das halt dann eben sich so ergibt. So, wir gehen jetzt. Go to stores. So, you need to buy a horse first. Okay, dann. Ja, dann müssen wir da nochmal zurück. Ein Pferdchen kaufen. Was kaufen wir denn? So, dann haben wir hier Twilight. Das ist Single Jazz. Darkstar. Erstmal, die Grafik der Pferde finde ich jetzt nicht so super gut gelungen. Da kenne ich andere Spiele, die da deutlich echter sind. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Irgendwie sehen die auch alle so ein bisschen gleich aus. Shortlegs. Was haben wir denn überhaupt an Geld? 600, okay. Chicago, Petit Soleil, Jumpfire, Allegra, Seagull. Seht ihr, die sehen alle irgendwie sehr gleich aus. Ah, es wird anscheinend nicht weniger, es wird nur mehr. So, was nehmen wir denn jetzt? Sollen wir Jellyfoot nehmen? Ich glaube, wir nehmen Jellyfoot. Nickt auch schon. Ja, wir wollen. Haben wir jetzt? Ah ja, da haben wir es. So, wir haben denn Stamina, Fokus, Genetics, Power. Okay. Jetzt müssen wir da auch noch bei Equipment. Settled. Confirm. Okay, wir haben jetzt den. So, was haben wir hier? So viel haben wir schon gar nicht mehr, seht ihr? Da müssen wir jetzt canceln. So. Ach, guck mal. Haben wir komplettes Equipment. Sieht gar nicht mal so schlecht jetzt aus, ne? Farblich. So, was machen wir denn? Grooming. Ah. Follow the pa. Okay. Ach so. Wir sollen das Pferd jetzt führen. Kann man das irgendwie sich anders angucken? So, so, so. Ah ja. So sieht unser Pferdchen jetzt aus. So, Jellyfoot, dann komm mal mit. Die Geräusche sind irgendwie ulkig, ne? So. Was macht er jetzt? Streichelt das Pferd, okay. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich fester Bestandteil meines Kanals wird. Well done, okay. Das haben wir fertig. Horse's confidence has been improved, okay. Ja. Und
Jetzt. Interact with the horse, ja. Interact. Equip horse? Nee. Okay, so. Go to starts. Was haben wir denn noch? Feed. Wir füttern es mal. Ach du Schande, wir müssen jetzt jedes Mal. Skip leading. So. Und wir geben mal. Ach so, simple is free. Ah ja, und das andere kostet halt dann eben. Ja gut, dann nehmen wir das. Gut, die Fütterungsanimation, die ist eigentlich okay. Oh Gott, was ist mit dem Schweif passiert, Leute? Och, hey, je. Well done. Okay, super. So, dann wollen wir ihn denn stehen? Wo steht er denn überhaupt? Go explore around and interact with the horses. Okay. Oh, da hinten ist Jellyfoot. Wollen wir denn ein Tor, wo wir das aufmachen können? Ach so. Da vorne. Ach. Ach so, du hast die Tür schon aufgemacht. Ja, finde ich ja auch interessant, ne? Interact. So, was haben wir denn? Hoofing. Ja. Das machen wir auch mal. Bevor er jetzt dauernd anfängt, das Pferd dahin zu führen. Okay, er kümmert sich sehr ausgiebig um diesen Huf. Fast schon meditativ. Okay, gut gemacht, ja, okay. So, was haben wir denn noch? Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt hin? Ach so, da steht er wieder. Hi, Jellyfoot. Ja, renn mal nicht weg. Brauch dich nochmal. So, was haben wir denn hier? Grooming. Ja, okay. Dann haben wir das fertig. Was haben wir denn dann noch? Feed Horse haben wir auch gemacht. Keep Horse. Ja, gut. Okay, das haben wir. Was haben wir jetzt? Go Event. Machen wir einfach mal. So. Select. Wir nehmen Show Jumping. Wow, das ist immer sehr, sehr laut. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Kurs hier und gucken mal, was passiert. Ja, okay. Slowing down the pace. Ach so, die Richtung brauche ich gar nicht angeben. Ach, der springt auch selber. Okay. Oh, haben wir was abgeworfen? Eieiei, okay. Ne, jetzt springen müssen wir doch. Müssen doch wir machen. Und wieder abgeworfen. Okay, ich habe den Absprungpunkt irgendwie noch nicht so richtig. Haben wir die jetzt alle umgeschmissen oder warum haben wir immer diesen komischen Ton? Übrigens lenke ich nicht selbst. Warum springt der zwischendurch? Das ist ein komisches Pferd, ne? Guck mal.
super, ich mach gar nichts. Der springt einfach. Jellyfoot, 12. Na, wir gucken da nicht mehr. So. Okay, ihr Lieben. Options. Keine Ahnung. Irgendwie ist das Spiel noch so ein bisschen komisch. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Teilt ihr mir doch bitte mal in den Kommentaren mit, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr es vielleicht sogar kennt und selber mal spielt. Vielleicht habt ihr sogar den einen oder anderen Tipp für mich, weil auf Englisch ist es ja sowieso immer so ein bisschen schwer, wenn das jetzt nicht gerade Muttersprache ist, da halt eben durchzukommen. Aber ja, ob ihr da halt eben Bock drauf habt, es weiterzuspielen oder ob ihr sagt, nee, um Gottes Willen, bitte nicht mehr. Ich wäre euch nicht böse drum, bin ich ganz ehrlich. Ist irgendwie ein komisches Spiel, aber es war kostenfrei auf Steam. Also wer da Bock hat, da mal reinzugucken. Also zumindest war es kostenfrei, als ich es mir geholt habe. Insofern ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich fand die Sprunganimation ein bisschen komisch. Es hörte sich jedes Mal an, als ob ich jeden Sprung gerissen habe. Keine Ahnung. Also ja, bin ich noch nicht ganz warm mit dem Spiel. Da muss ich mich nochmal reinwursteln. Aber ja, das entscheidet ihr dann letzten Endes auch noch mit, ob euch das gefällt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.